Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und willkommen zum Team Rating Video Nummer 28. Bevor wir damit anfangen, würde ich euch gerne ein, zwei Sachen am Herzen legen. Nämlich Teambuilding. Teambuilding in Dokkan Battle. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, ein Teambuild Guide. Das könnt ihr euch gerne abchecken an der Stelle, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nimmt. Ist ein bisschen älteres Video, aber man kann es auf jeden Fall auf die Zeit noch anwenden. Denn da geht es um die Grundstruktur, um die Grundidee des Teambuilds, auf was man achten muss, wie man ein Team baut. Denn in Dokkan Battle ist wirklich kein Hexenwerk, um sich ein Team zu bauen. Dazu aber gibt es ja diese Team-Rating-Videos, ja, jeden Freitag könnt ihr mir ein Team einsenden, am Samstag oder Sonntag, folgenden Samstag oder Sonntag drauf kommt dann das Video selbst, alle Informationen sind in der Beschreibung, Link ist in der Beschreibung im Video selbst, da könnt ihr alles dann nehmen, wie ihr genau dran teilen, was ihr genau machen müsst, aber im Endeffekt, diese Team-Rating-Videos, da bewerte ich ja nicht nur eure Teams, sondern ich baue euch auch die Teams, ja, ich helfe, gehe her, sag dazu viel was, sagt das und das könnt ihr machen, das und das müsst ihr achten auf ein Teambild, Rotationen etc. etc. Heißt, wenn ihr da ein bisschen mit aufpasst, da könnt ihr auch auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen. Last but not least werde ich auf jeden Fall jetzt neue Sachen bzw. neuerdings werde ich auch das so einführen, wenn ich ein Team euch vorstelle, ein Team von mir, dann werde ich auch zu dem Team selbst sagen, was man bei dem Teambild machen muss, was man da machen kann, welche verschiedene Teams man bauen kann. Das beste Beispiel dafür ist mein Potara Team Showcase. Da habe ich das Ganze ja gemacht, da habe ich euch viele Facetten gezeigt des Teambilds und das könnt ihr 1:1 für jedes andere Team anwenden, Freunde. Deswegen, wenn ihr euch das anschauen wollt, kann ich euch das Video auf jeden Fall empfehlen, das letzte Video von meinem Potara-Team-Showcase. Da sage ich auch wirklich, was ihr darauf achten müsst in dem Potara-Team, was ihr da machen müsst, um euch das richtige Potara-Team bauen zu können. Aber das könnt ihr, wie gesagt, anwenden im Allgemeinen für jedes andere Team. Deswegen werde ich das neuerdings einführen. Das nächste Team, was ich euch showcasen werde, wird dann Majin Buu-Saga-Team sein. Die folgenden Tage. Anyway, so viel dazu zu dem Teambild, deswegen passt doch jetzt auf, würdet auf jeden Fall sehr viel mitbekommen, denn das erste Team an der Stelle ist von Elixan AMV, lieben Dank für die Einsendung, er schreibt uns, Hashtag Team Ozeru, das ist mein derzeitiges Potara-Team, ja Zwinker, ist ein Zwinker, ja ist ein Zwinker, let's go, dann schaut uns mal das Potara-Team an der Stelle an, nämlich wir haben hier Kefla als Leader, alles klar, alle Charaktere entsprechen dem Leader-Skill. Jeder Charakter gehört zu der Portal-Kategorie, denn Keflas Leader-Skill ist ja, sie gibt den Portal-Charakteren Key plus 350% auf ihr Attribut. Passt soweit, heißt wir haben hier schon mal 6 von 10 Punkten, ein Punkt die richtig gesetzten Charakter. Alle sind Max-Level, das sind sie, alle sind Max-Awaked, richtig. Wundert euch nicht, Vegito ist noch auf der ersten Form, weil es gibt noch nicht so viele Medaillen, dass wir einen auf LR Vegito bringen können und den anderen auf TOR Vegito, wie der Boy das hier hat. Er hat nämlich auf den normalen SR Vegito, so wie man ihn holen kann, aber passt an der schon. Ist interessant, werde ich gleich was dazu sagen zu dem Vegito, denn wenn man ihn, sobald man ihn auf TOR bringen kann, ich weiß, wann das der Fall sein wird und ob es der Fall sein wird wegen den Medaillen, wir haben noch nicht so viele Potara Medaillen, aber da kann man auf jeden Fall so eine Konstellation bauen. Komme ich gleich noch zurück. Wie gesagt, wir haben hier schon mal 8 von 10 Punkten. Genau. Das Team an sich passt auf jeden Fall. Kann man so machen, hast richtig gemacht, Elixan. Funktioniert auf jeden Fall. Als Friend hast du ja selbst gesagt, nimmst du LR Vegito, wäre das Klügste, denn er ist auch Potara-Leader und gibt dem Potara-Charakter auch ebenso einen Boost. Wie gesagt, Strength Vegito ist leider nicht erweckbar auf die TOR-Version bis jetzt. Man kann es eigentlich dennoch mitnehmen, aber du hast eigentlich schon bessere Rotationen. Deswegen wird er in dem Fall eigentlich in keiner Rotation, also Hauptrotation sein. Auch wenn er hier sich gut linkt mit LR Vegito Blue. Kefla linkt sich hier einen Ticken besser, denn Kefla, ich würde hier lassen die Rotation an der Stelle auf jeden Fall erstmal Rosé und Fusion Zamasu in eine Rotation halten immer. Fusion Zamasu weghalten von den Supertypes, das passt so. Und die andere Rotation würde ich lassen, Kefla mit LR Vegito Blue, denn die beiden geben es auf jeden Fall sehr gute Links, sind Super Saiyan Prepared for Battle, Shattering the Limit und Power Best auch bei Gott. Oder, das wäre die Zeitrotation, oder du könntest statt Kefla und LR Vegito Blue deinen Friend LR Vegito mitnehmen und ihn mit Super Vegito in einer Rotation lassen. Sie teilen sich wirklich sehr, sehr gute Links jetzt mit Prepared for Battle, Super Saiyan etc. Also hier an der Stelle ist die Wahl für dich. Rosé und Fusion Zamasu würde ich so lassen, wegen Fusion Zamasu. Wenn wir uns dann die Charakterliste ansehen, dann würde ich das schon auf jeden Fall so machen. Jetzt bei dir auf 55% Rosé auf 79% lässt die Rotation so. Die andere Rotation dann ist dementsprechend dir selbst überlassen. Ob du dann Kefla mit LR Vegito Blue lässt oder dein LR Vegito Friend mit Super Vegito in einer Rotation oder dein LR Vegito Friend mit LR Vegito Blue. Ja, Hauptsache, der nimmt auf jeden Fall Prepared for Battle mit, wenn er nicht transformiert ist, der Boy LR Vegito und dein Friend. Und dann ist auf jeden Fall gut gedeckt. Aber ich würde eventuell, also wir haben ja jetzt quasi zwei Rotationen, Hauptrotation und die andere Charaktere rotieren rein und raus. Deswegen würde ich eigentlich auf diesen Strength Vegito verzichten und Candy Vegito mit für ihn reinnehmen. Candy Vegito ist ein guter dritter Charakter, ein Rotationscharakter durch seine Dodges, durch seine Passive. Deswegen würde ich auf jeden Fall das so machen und genau. An der Stelle bleibt es dann bei den 8 von 10 Punkten. Vielen Dank für die Einsendung.
Gut, das nächste nimmt so ein Jux oder Jux, whatever. Vielen Dank für die Einsendung. Hilf mir, ich weiß nicht wirklich, ob ich es gut gemacht habe. Immer stimmt irgendwas nicht. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Dann schau uns das Team an der Stelle. Ach ja, und Team Osaru. Hashtag Team Osaru Team. Ja, ich weiß, was du meinst. Let's go. Ja, und zwar, ja, hier hast du natürlich was. Ja, das stimmt so nicht an der Stelle. Denn, Freunde, wie gesagt, so das 1x1 Basic Team Build von Indokan Battle. Ihr wählt euren Leader, okay? In dem Fall hast du deinen Leader gewählt. Goku und Vegeta, also Ele Vegito. Dann schaut dir sein Leader-Skill an. Da steht's auch dran. Er gibt in Charakteren Ki plus Sai, HP, Attack und F 70%. Heißt, ihr nehmt in das Team nur In-Charaktere, um es einfach zu sagen, eure besten In-Charaktere. Ja, ihr schaut den Leader-Skill an, wählt die besten Charaktere des Leader-Skills, die ihr gerade habt und das Team funktioniert. Vor allem in dem Rank, da du wahrscheinlich noch questest, passt das auf jeden Fall. Heißt, weder Broly, Kefla und Rosé passen in den Leader-Skill, sondern nur Bojack, Angel Gone, Freezer und Vegito selbst, unser Leader, sind schon mal 3 von 10 Punkte. Alle sind dann dennoch Max-Level für ihr Status, in dem sie sind. Also gibt es hier noch einen Punkt drauf, sind 4 von 10 Punkten, aber sind nicht Max-Awaked. Wenn wir uns, wie gesagt, die Charakterliste ansehen, dann fällt das ganz easy, ja. Du hast deinen Leader gewählt, er gibt In-Charakteren einen Boost, also gehst du ja, wählst deine besten In-Charaktere. Das wird dann dementsprechend so aussehen. Also in dem Fall nimmst du mal erstmal nur deine In-UR-Charaktere, okay. Würde passen. Wenn wir uns den Graphen ansehen, dann sehen wir, okay, hier Bojack gibt immerhin einen Linkse mit Freezer ist Revival, kannst du in der Rotation lassen, Ki plus 2, Janemba linkt sich ein bisschen gut mit den anderen Jungs. Unten links habe ich hingestellt, Hellfighter 17 und Baby Vegeta. Eigentlich wäre das deine Ur-Charaktere, deine besten Charaktere, die du mitnehmen kannst, aber du hast so einen Vegito Blue in der Charakterliste gehabt. Den würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen, auf Ur bringen, denn der linkt sich da immerhin mit 2 Linkskills, gibt in Prepare for Battle Saiyan Warrior Race, also kannst du Rotation lassen an dein Vegito und mit Vegeta Blue. Die andere kannst du lassen, Ele Bojack mit Angel Golden Freezer, teilen sich immer ein Revival, den Ki plus 2 und Janemba rotiert dann rein und raus. Und wenn du dann am Ende noch mitnimmst als letzten Charakter in dein Team, kannst du selbst entscheiden, Hellfighter 17 oder Super Baby, mehr oder weniger machen sie denselben Job, wenn sie reinkommen. Ja, sie sind einfach nur ein Rotationscharakter, haben dann ein bisschen Angriffboost, linken sich overall gut, sage ich mal, mit ein, zwei Charakteren, deswegen ist es dann nicht so schlimm. Kannst du dafür entscheiden, ob du entweder jetzt Hellfighter 17 als letzten Charakter mitnimmst oder Super Baby 2. Im Endeffekt hast du dann dementsprechend ein vollwertiges In-Team, der dann Leader-Skill bekommt von Vegito, Ki plus HP, Attack und F 70%. Und damit wirst du, ich schätze mal, du questest noch mit den Quests keine Probleme haben. Wenn du nicht questest, kannst du nach und nach hergehen und zum Beispiel Janemba erwecken. Janemba den Int easy zu erwecken, machst deine Stage, dein Dokument als Trend, nimmst dann in In-Type-Leader, sei es Super Gogeta, einen anderen Vegito, den du findest, einen anderen LR-Vegito kannst du auch mitnehmen. Er gibt dir auch einen zweiten Boost für In-Charaktere oder Super Gita Kid Buu oder LR Gohan, je nachdem, LR Bojack. Schaut es einfach nach. Aber wichtige Message hier, schaut eure Leader-Skill an. Okay, der Leader-Skill ist das und das. Schaut die besten Charaktere an, die in das Leader-Skill passen und füllt euer Team. GG. So das Grundprinzip, 1x1 und damit kommt ihr auf jeden Fall zurecht. Alles klar, und das nächste Team ist von Platin Snake. Vielen Dank für die Einsendung, herzlichen Musso, hallo Osaru. Erstmal Dank für die ganzen Top-Videos, vielen Dank mit an die Streams, danke dir. Hier haben wir nun ein Fusion-Team, boom. Dann schauen wir uns das Team mal an. Fusion-Team, Ele Gogeta, wissen wir, gibt den Fusion-Charakteren. Ki plus 3 auf HP und Attack 170%, auf die Verteidigung 130% oder Fusion-Charakteren Ki plus 3, 90% auf alles. Und zwar, ich habe hier keine Charakterliste, aber das Team hier an der Stelle stimmt schon mal, entsprechend all dem Leader. Richtig, 6 von 10 Punkten, alles im Max, Awakened haben wir schon mal 8 von 10 Punkte. Wie gesagt, das Team passt, mit dem Team wirst du auch keine Probleme haben, an sich, meine Freunde. Wenn ihr weder Ele Gogeta oder Ele Vegito habt und damit euch ein vollständiges Fusion-Team bauen könnt oder Potara-Team, ihr habt das Spiel durchgespielt. Ihr habt legit das Spiel durchgespielt, weil die Charaktere, mit denen schafft ihr alle Dokkan-Events, auch die neuen Dokkan-Events, die reinkommen, ohne Probleme, sofern ihr ein vollständiges Fusion-Team mit ihnen habt oder Potara-Team in der anderen Stelle. Auch in JP mittlerweile, also in den Staaten, wo wir in JP sind, schafft ihr das. Ihr habt legit das Spiel durchgespielt. Was in Sachen anbelangt, natürlich, wenn wir das darauf beziehen, weil, ob ihr die nächsten Dokkan-Events schafft, easy, ihr seid versorgt. Dennoch, wenn ich euch da den Graphen zeigen darf, und zwar, wie ich das Ganze bauen würde. Auf jeden Fall lässt du Ele Gogeta und Super Gogeta in einer Rotation. Sie teilen sich 5 Linkskills. Darunter unter den Standard-Linkskills wie Super Saiyan 4 Battle. Prepared for Battle, ganz wichtig, weil nicht transformiert hat Ele Gogeta nur Prepared for Battle. Und Gott sei Dank hat er Super Gogeta auch. Kommt noch hinzu, beispielsweise Experience Fighters sind 10% weitere auf den Angriff. Und Golden Warrior, Ki plus 1 und Enemy Staff kriegt ein bisschen Buff. Debuff, ja, senken wir ein bisschen an der Stelle. Ich habe den genauen Wert nicht drauf. Ich glaube 2000 oder so war das. Anyway, nicht schlimm, lässt auf jeden Fall die beiden in der Rotation, denn Prepared for Battle müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Nicht dran zu mit haben, diese Dudes nur Prepared for Battle, was ihnen eigentlich Key gibt. Key plus 2 muss man mitnehmen auf jeden Fall.
In der Anmoderation lässt du Super Saiyan 4 Gohan mit Super Saiyan 3 Gotenks Titans auch sehr solide Link-Skills. Sie haben Over in the Flash, Super Saiyan 4's Battle passt auf jeden Fall an der Stelle. Fuse Fight haben sie, sie kommen sehr, sehr gut zurecht. Und die Rotationskarten sind dann dementsprechend bei dir der Gotenks STR und der C-Tanks. Die tust du immer rein und raus rotieren. Wenn die reinkommen, geben sie Link-Skills, was sie die anderen Jungs eh nicht brauchen. Aber wenn C-Tanks für 3 von Gotenks mit reinkommt, kriegt er noch Innocence und so sofort. Also weiteren Boost auf seinen Angriff oder mit den Gotenks auf jeden Fall für die anderen Units. Im Endeffekt. Gegenfrage, falls du auf jeden Fall dein Friend Alligator in eine Rotation lassen sollst, dann stellst du halt die Frage, mit wem? Weder 4 Alligator noch 3 Alligator hat Prepared for Battle, also vielleicht könntest du Key-Probleme haben. Wir wissen ja, pro Rainbow kriegt er noch zusätzlich 2 dazu in der Stufe. Das passt auf jeden Fall. Oder waren es, glaub ich, sogar 3 im Endeffekt, wenn man es so rechnet. Anyway, also Alligator kommt eigentlich zurecht, aber... Wie gesagt, falls du den Alligator Friend in eine Rotation lassen willst, musst du da überlegen, mit wem. Ich würde ihn eigentlich nicht in eine Rotation lassen, das passt so. Also das sind spitzen Units in eine Rotation mit Alligator, mit Super Gita, in der anderen vierfach Gita mit 3-fach Gotenks. Passt auf jeden Fall und daher reicht das so und das Team passt an der Stelle. Und die 8 von 10 Punkten hast du auf jeden Fall verdient. Das letzte Team für heute ist von The Young Assassin Mosul. Erstmal herzlich willkommen zu den 10k. Vielen Dank, mein Freund. Ich werde heute auf jeden Fall den Stream dabei. Achso, ja, Stream war geil. Jetzt zum Team, weil ich noch nicht so viele Chars habe, ist dieses Team nur vorläufig. Die Events sind noch viel zu schwer für mich. Alles klar, dann schauen wir uns das mal an. Okay, wir sind S-Rank 65. Heißt, ich gehe erstmal davon aus, du tust immer noch Questen, Fragezeichen. Und für das Questen reicht dieses Team vollkommen. Props an dich an der Stelle, denn du hast hier einen... Leader gewählt, um es einfach zu sagen, Grundprinzip, du hast einen Leader gewählt und deine besten Charaktere, die dem Leader entsprechen. In dem Fall ist das hier Messain, er gibt jedem Typus Key plus HP dann 40%. Und für den Anfang, fürs Questen, wirst du mit dir auf jeden Fall zurechtkommen. Wirst du keine Probleme haben, kannst dann immer hergehen. Also falls du noch questen kannst, ich sag das jetzt für die Anfänger, questet, holt Stones, spart eure Stones, sammelt, wenn ihr was Gutes zieht, könnt ihr dann immer euer Team weiter ausbauen, euch dementsprechend nach und nach auf Dokken-Events wagen. Und ich denke, in diesem Stadium bist du. Und da hast du wirklich das richtig gemacht. Messain hat als ein Leader gewählt. Alle deine besten Units reingeklatscht. Er gibt da jeden Typus. Key plus 2, echt später 40%. Dementsprechend passt auch das Team. Finde ich sehr, sehr gut, dass du das so gemacht hast. Aber ich sag dir mal noch was. Ich sag dir mal eine andere Sache. Die Frage ist, wen nimmst du als Friend? Ja, All-Types-Leader wären so Kalifa oder ein anderer Messain. Die findet man selten heutzutage. Wegen Elevito und Gogeta. Was ich dir empfehlen würde, ist, hau einen deiner AGL-Units, deine Super-AGL-Units raus, zum Beispiel den Super Saiyan 2 Angel Goku, und tu einen deiner Super-Strength-Units rein. Für wen ich entscheide, ist dir selbst überlassen, sei es jetzt zum Beispiel ein Supporter mit Super Saiyan 3 Goku GT oder den Namen Gohan, wenn du ihn erwächst, Extreme Zero erwächst, musst du selbst entscheiden. Im Endeffekt, worum es mir dabei geht, ist dann, du kannst dann als Friend Tech Vegito Blue mitnehmen, denn dann ist jeder Typus gedeckt. Jeder bekommt den Leader-Skill, außer natürlich Messain. Er bekommt nur seinen eigenen, weil er kein Hero-Unit ist. Aber alle anderen, wenn du Tech Vegito Blue als Friend nimmst, bekommen seinen guten Leader-Skill, Key plus 3 HP von 120%. Denn wir haben einen Super-Inchar, Super-Tech-Char, Gogeta oder unser Friend selbst. Super-Physisch-Char haben wir und Super-Agent und dann Super-Strength-Char, wenn du da quasi einen Super-Strength-Char noch reintust. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil dann hast du einen guten Leader-Skill, hast du immer einen Friend, auf den du zugreifen kannst. Tech Vegito Blue findest du auf jeden Fall noch an der Stelle viele. Und zum Beispiel kannst du dann hergehen, mit dem Team, wenn du einen Friend-Tech-Vegito-Blue nimmst, bin ich mir sicher, schaffst du das Messain-Event. Sollst du auf jeden Fall gute Chancen haben, wenn nicht, versuch's auf sie hat. Erweck erstmal Messain und dann geh nach und nach weiter. Ja, immer nach und nach weiter, geh nach und nach erhöhen. Honorable Mention an der Stelle wäre aber noch, du könntest dir ein Fusion-Tech-Team bauen. Nämlich, indem du Super Saiyan 4 Gogeta als Leader nimmst, dann hättest du noch einen weiteren Fusion-Charakter Super Gogeta Int. Da müsst du dein Team mit restlichen Tech-Charakteren füllen. Könntest zum Beispiel Tech Vegito reintun, also einfach Tech-Charaktere, die du da noch hast. Das Team würde auf jeden Fall auch funktionieren und das ein oder andere Dokken-Event könntest du mit dem Team schaffen, wegen vierfachen Gogeta und Super Gogeta, weil sie das carryen werden. Sie können das carryen. Entweder machst du es dann so, kannst als Friend einen weiteren vierfachen Gogeta mitnehmen oder du nimmst statt weiteren Tech-Charaktere weitere physische Charaktere rein, weil du dann Alligator als Friend mitnehmen kannst und Alligator gibt den physischen Boost oder du vermischt das einfach ganz easy. Im Endeffekt wäre das ein Honorable Mention, das Team würde auch auf jeden Fall funktionieren und mit dem würdest du das ein oder andere Event auf jeden Fall schaffen. Und an der Stelle wäre es, meine Freunde, für das Team-Rating-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt das mitnehmen in Sachen Teambild. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.
When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.